Hey, hey, Dennis Gurria, herzlich willkommen zur Bitcoin Info Mannschau 443 heute am 10. September. Wir sprechen über Coinbase CEO, der glaubt, dass wir vor einer Krypto-Revolution ein Riesenwachstum stehen. Dann Vitalik Buterin, der sagt, hey, fettes Wachstum, Krypto-Boom ist nicht mehr möglich. Und über Krypto ist eine schlechte Form des Geldes. Aber zuerst gucken wir auf den Preis. Wir stehen jetzt aktuell bei $6.300. Und wenn wir uns die letzten 3 Tage mal angucken, ist es wirklich ja pure Manipulation, wenn man sich so mal den Chart ansieht. Ne? Wir waren bei 6,4, dann gab es einen Drop, bam, auf 6,1. Ja, dann hat das so ein bisschen angehalten, so bei 6,1 und dann wieder bam, ging es wieder hoch. Ja, dann wieder auf 6,3, wieder ein bisschen, dann wieder runter jetzt. Also es ist, wenn du mich fragst, wird es hier total manipuliert. Leute schmeißen wahrscheinlich Coins auf den Markt, kaufen sie wieder auf. Aber naja, so ist es. Trotzdem ist der Bitcoin ja noch immer weiter unter Druck. Das sehen wir auch gleich, wenn wir uns mal die Marktkapitalisierung angucken. Aber der Coinbase-CEO, Brian Armstrong, er sieht einen immensen Zuwachs von Nutzern im Krypto-Ökosystem, hat es im Interview mit TechCrunch erklärt, dass er bis 2021 bis zu 1 Milliarde Menschen Kryptowährungen nutzen werden. Also ein enormes Wachstum in den nächsten Jahren. Und er sagt einfach, ja, die Projekte steigen extrem an im Kryptosektor und natürlich seien nicht alle Projekte zukunftsträchtig, aber dennoch wachse damit auch mit der Anzahl der Unternehmen auch ja, Leute, die es nutzen und natürlich auch Leute oder Firmen, die ihre eigenen Token generieren. Und er sagt, es macht Sinn, dass jedes Unternehmen mit einem Cap-Table seinen eigenen Token haben sollte. Jedes Open-Source-Projekt, jede Stiftung, möglicherweise jeder Fonds oder jede dezentrale Organisation oder App, sie alle werden ihre eigenen Token verwalten. Da bin ich mal gespannt. Wir haben ja jetzt schon über 1.900 Kryptowährungen allein auf CoinMarketCap plus unzählige, die da nicht gelistet sind. Aber er sagt, jedes Unternehmen wird einen Token haben. Ja, sehr, sehr spannend. Und er sieht aber trotzdem im Moment die Regulierung als Hauptproblem für die Implementierung. Es ist halt eine große offene Frage, ob große dieser Token nicht einfach als Wertpapiere angesehen und von der SEC reguliert werden. Ja, und ja, er glaubt auch, dass Coinbase in weniger Jahre hunderte oder Millionen Token verwalten könnte. Ja, sehr interessant, was er sagt. Coinbase macht ja immer weiter Fortschritte, eine riesen Firma mittlerweile, haben ja, verschiedene andere Firmen gekauft, zum Beispiel den Wertpapierhändler Keystone Capital, dann Vinnovate Marketplace, Digital Wealth LLC, die vergrößern sich halt, um halt auch ja Bereich Dienstleistungen anzubieten im Bereich Krypto-Wertpapier-Trading, Margin-Over-the-Counter-Trading oder auch andere Dienstleistungssparte zu erweitern. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also Coinbase wächst. Und ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich sag mal, 1 Milliarde Nutzer, wenn wir die erstmal erreicht haben, wäre das schon ein ganzes Stück weiter als jetzt. Ich bin gespannt. Vitalik Buterin hingegen, ja, er glaubt, für den Crypto-Space gibt es keinen Raum mehr für vierstellige Wachstumszahlen. Vielleicht ist er auch nur ein bisschen angepisst, weil Ethereum gerade immer weiter in den Keller rutscht. Aber er sagt, das Wissen um die Blockchain sei schon zu verbreitet. Jetzt geht es darum, Krypto-Interessierte durch konkrete Anwendungen zu überzeugen. Ja, das ist richtig, das kann ich definitiv unterstützen. Aber er sagt, er bezweifelt das. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendeine Kryptowährung sehen werden, die mehrere 1000% Kursanstieg verbuchen wird. Er glaubt einfach, dass die Decke in Sicht ist, so sagt er in Hongkong beim Ethereum Industry Summit. Hat ja auch weiter erwähnt, dass das Wort Blockchain für weniger Menschen ein Fremdwort sein und es gibt einfach kein Wachstum mehr für 1000, keine Möglichkeit mehr für weiteres 1000-faches Wachstum. Und ja, er sagt, in den letzten Jahren sei es einfach darauf zurückzuführen, dass Marketing, Vergrößerung, Akzeptanz das Wachstum getrieben hätten. Diese Strategie nähere sich einer Sackgasse, so Buterin, ja. Und er sagt, man muss sich zum Ziel nehmen, Krypto-Interessierte stärker in die Technologie zu involvieren. Es brauche lauffähige Anwendungen, ja, die aus bloßem Interesse aktive Partizipation an der Krypto-Ökonomie machen. Und das ist definitiv richtig, ja. Das kann ich unterstützen, aber nichtsdestotrotz sehe ich das ein bisschen anders, denn wer von den Leuten, die schon mal von Bitcoin oder Kryptowährungen gehört haben, wer hat denn investiert? Fast niemand.
kaum einer ist weltweit quasi, nur wenige Menschen sind in Krypto interessiert. Und wenn mal ein paar mehr Leute reinkommen, also bin ich mir sicher, dass wir nochmal 1000% und mehr Kurssteigerungen in verschiedenen Coins auch sehen werden. Aber nichtsdestotrotz, er glaubt auch, ja, wir brauchen Anwendungen, da stimme ich ihm zu. Und er glaubt auch, dass wir dieses ganze Zeugs, institutionelle Investoren, gar nicht brauchen. Er sagt, er wäre glücklicher, wenn das erst in 5 Jahren kommt mit institutionellen Anwohnern. Und er sagt, wenn Kryptowährungen nur noch etwas sind, dass Millionäre sich gegenseitig verkaufen, was haben wir dann wirklich erreicht? Ganz genau, Vitalik, stimme ich dir zu, was haben wir erreicht? Nichts. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen das nutzen, dass Geld in Bewegung ist. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, dass Bitcoin oder Kryptowährung als digitales Bargeld benutzt werden, dass man nicht bezahlt, dass man es nicht nur hält, sondern dass man es wirklich in Umlauf bringt. Und ja, das ist gar nicht so leicht. Deswegen stehen wir hier wirklich an einer wichtigen Entscheidung, an einem Crossroads, ja, in welche Richtung es jetzt in den nächsten Monaten und Jahren weitergeht. Ja, gucken wir nach Amerika. Der Untersuchungsausschuss oder Unterausschuss des US-Kongresses für Terrorismus und illegale Finanzen hat verschiedene Methoden der Terrorismusfinanzierung mit Kryptos diskutiert und hat da jetzt eine offizielle Verlautbarung bekannt gegeben am 7. Ja, und die wichtigsten Mittel zur Übertragung von Geldern durch Terroristen wurden sich angesehen, einschließlich traditioneller Finanzinstitutionen und halt Kryptowährungen. Und ja, angeblich haben die Al-Qaida, Islamische Staat und andere terroristische Gruppen versucht, Mittel durch Krypto zu sammeln, hatten keinen großen Erfolg. Also es hat nicht wirklich funktioniert und die sagen, die meisten Touristen benutzen halt Fiat-Geld und dann natürlich den US-Dollar. Also sie sagen auch, ja, auf den dschihadistischen Schlachtfeldern funktioniert Krypto einfach nicht. Aber nichtsdestotrotz, ja, kaum einer benutzt es zur Terrorismusfinanzierung, sagen sie, ja, wir müssen gucken, dass wir es trotzdem weiter irgendwie beschränken, ja. Und sie wollen die USA die Fähigkeit der USA die Fähigkeit geben, digitale Devisenmärkte zu einem die wollen die USA der Fähigkeit geben, solche digitalen Devisenmärkte auch weiter zu überwachen, dass man halt es nicht nutzen kann, auch wenn es keiner nutzt, wir wollen es trotzdem überwachen, ist quasi so die Aussage, ja, und das Interessante ist, an diesem Punkt, ja, empfiehlt sie den Behörden, die das leitet, sich auf kleine Kryptobörsen zu konzentrieren, die alternative Tokens oder Privacy Coins anstelle von großen Börsen, die AML, also die Geldwäsche oder Know Your Customer Politik verstärkt haben. Also, ja, lass uns mal die ganzen kleinen Börsen aus dem Verkehr ziehen, letztendlich die Privacy Coins angreifen. Das ist so etwas, was sie sich jetzt vorstellen. Auch wenn das keiner von den Touristen für irgendwelche Sachen nutzen kann, die Coins, lass uns die trotzdem mal regulieren und ja, einfach mal den Gar ausmachen. Ja, das liest sich irgendwie so da raus. Aber was soll man auch anders erwarten von den Behörden? Die haben natürlich alle Angst. Und wenn du mich fragst, der Bitcoin-Preis wird weltweit ganz klar versucht zu unterdrücken. Ja, genauso wie es mit Gold und Sonstiges ist, weil es einfach eine Gefahr darstellt. Krypto fürs Establishment. Wir sehen es an der weltweiten Regulierung und den ganzen anderen Kram. Und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit, in der wir gerade leben und das alles mit beobachten können. Ja, gucken wir mal auf die Marktkapitalisierung, die ist aktuell bei 196 Milliarden, du siehst ja hinter mir, der Bitcoin leuchtet leicht grün, Trading-Volumen recht gering mit 11 Milliarden, Bitcoin-Dominance bei 55,5%, das sieht gut aus und ja, die Top 20, die haben wieder leichtes Kursplus zu gestern, EOS steht bei $5 zum Beispiel, Ethereum nur noch bei $199, gutes Kursplus hat Dash hingelegt, steht bei $204 mit 11% Kursplus. Ja, ist wie ein bisschen Bewegung drin im Markt. Dash ist auch der Anführer der Top 100, was die Kursgewinne angeht. An zweiter Stelle dahinter direkt Dogecoin, ja, mit $8. Top-Verlierer ist Archain in Holo mit 5% und 2%. Aber sonst, der Großteil des Marktes ist leicht grün. Mal gucken, was die neue Woche so bringt. Ich bin gespannt und freue mich auf die weiteren News. Wünsche dir einen wunderschönen Start in die kommende Woche. Jetzt haben wir schon den 10. September, alter Schwede, wie dieses Jahr vergangen ist. Mal gucken, wann der Markt wirklich dreht, ob wir vielleicht noch 1-2 Monate warten müssen oder nicht. Ja. Es bleibt spannend. Also Leute, ich bin raus. Schönen Start in die Woche. Du weißt Bescheid, wie immer. Mach es gut. Schwenk den Hut. Let's fight the forces of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!